der einen Seite ganz gut ist, was mich so ein bisschen abfuckt, ist, wie heißt's, dass die Lara das, was du halt aktuell gerade machen musst, auch wenn du es weißt, dass sie das immer sagt, sobald du diese Überlebensinstinkte anmachst, sagt sie dir, was los ist. Mhm. Wenn du halt irgendwie einfach nur die Überlebensinstinkte anmachst, um dich umzugucken, dann ist es halt nervig. Auf der einen Seite ist es halt ganz nett, wenn du gerade nicht so weit kommst, dass der Protagonist so ein bisschen mit dir interagiert. Das ist bei Horizon, hat es auch. Bei Horizon Zero Dawn habe ich mir jetzt von Gronkh angeguckt. Sehr gut. Aber das kann halt nervig sein, wenn du es wirklich sagst, okay, ich mache jetzt mal die Überlebensinstinkte an, um mich umzugucken, und die 3-4 Mal den gleichen Shit sagt. Und du es einfach weißt. Aber gegnermäßig geht recht wenig bei dem Tomb Raider, oder? Aktuell ja. Das ändert sich später. Wenn du da jetzt von hinten da die Kehle abgesäbelt hast. Aktuell ja. Das kommt noch. Okay. Deswegen bin ich auch vorsichtig, was das angeht, um es zu. Ah ja, stimmt. Das muss ich ja vorher machen. Verdammt, das Fliegen. Der Justin fragt gerade zu Recht, was ich mich auch mal. Warum isst man eigentlich Zigaretten? Sag das einem 5-Jährigen. Okay. Ich habe das von meiner Mutter erzählt bekommen, dass ich das gemacht habe. Und das scheint mich irgendwie. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Sekunde, das. Da fehlt noch irgendwas, definitiv. Ja, ich weiß, ich weiß. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Okay, das zweite Rad musst du drehen. Das verbinden. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ja, wie gesagt, als Kind habe ich das gemacht, und da hat meine Mutter gesagt, wahrscheinlich magst du dieses Zigaretten nicht, weil du als Baby halt schon, oder als wirklich als kleiner Stoppelhopser angefangen hast, den ganzen Kram zu. Hallo, Lara? Weil ich halt wahrscheinlich als Stoppelhopser da angefangen habe. Okay, hier kommt das, hier fließt das rein, dann fließt es hier raus, das könnte hinkommen. Ich probiere es einfach mal. Ah, okay, jetzt ist naja, wenn es hilft, nicht zu rauchen, why not? Naja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, meine Mutter hat die halt, hat halt viel geraucht und alles immer liegen lassen, und wenn du halt einen Sohn hast, der in der Phase, wo du sowieso alles im Mund nimmst. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde Shisha nicht mal als Rauchen bezeichnen. Ich habe letztens auch ein paar krasse Videos gesehen. Da gibt es so ein, ja gut, ich habe den Test, kann sein, dass man den kennt, da gibt es so einen Test. Da machen sie so Watte in so ein Röhrchen. Naja, die kenne ich. Und Zigaretten, so einem, Shisha-Rauch und so genau. E-Zigaretten. Und das krasse ist, ich habe eigentlich immer gedacht, dass Shisha-Rauchen schädlich sei. Aber das krasse ist, bei der Zigarette sieht die Watte richtig übel und ekelhaft aus. Ich bin auch froh, dass ich aufgehört habe, Zigaretten zu rauchen. Also ja, das liegt halt an dem Zusatz, an dem Teer. Und bei dem Shisha-Ding war die Watte komplett weiß, also Meine. Scheinbar. Ja, der Dampf ist halt nicht ganz so tragisch, aber ich sag dann so, und? Erstens fehlt es mir nicht, und zweitens, wenn ich es nie gemacht habe, dann ist, Fakt ist, es gar nicht zu machen, ist immer am gesündesten. Ja, natürlich, auf ist jeden halt so. Fall. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, Lara, was machst du denn da? Boah, es ist doch unglaublich. Das auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, was ich ja eben, ich kann es ja sagen, weil ich ja wirklich Raucher mal war, so richtiger Raucher. Und beim normalen Rauchen hast du wirklich immer das Verlangen, eine zu rauchen. Aber da merkt man ja schon, dass an dem, ich sag jetzt mal, an dem Pfeifentabak ist ja, muss ja irgendwas anders sein, weil ich habe jetzt nicht das Verlangen, dass ich wie alle halbe Stunde eine Shisha rauchen muss. Das ist ja Quatsch. Also irgendwas ist ja an dem Tabak schon grundlegend anders. Ich bin ja so ein Idiot, ich hätte das Öl eigentlich reinlagern können, ohne es anzustecken, und hätte mal gucken müssen, wie es fließt. Stimmt, hey, das ist mir aber auch nicht aufgefallen. Oh Scheiße, ja. Ja, gut, das ist mir auch nicht aufgefallen. Dann muss ich es nochmal drehen. Ja, wobei, das kommt doch hin, oder? Nee, das ist woanders lang gekommen. Das Öl jetzt raus. Ja, geil wäre, wenn es drin bleibt. Das wäre natürlich, aber ich glaube, das wäre dann auch zu einfach. Kann ich das von hier unten? Ja. Das wäre schon geil, wenn man das irgendwo festmachen könnte. So.
So, das fließt hier hin. Okay, dann fließt es da runter. Kommt es da irgendwie? Spielst du auf maximalen Grafikeinstellungen? Nee, niedrig, ganz niedrig. Ah, ich wollte gerade sagen, hier, weil manche Texturen echt scheiße aussehen. Nee, nee. Ich habe das erste Tomb Raider eigentlich schon besser in Erinnerung. Ich habe mich jetzt schon die... Naja, nee, Shadow of the Tomb Raider... Warum schon Shadow schlechter? Ich sag's mal so, Shadow of the Tomb Raider hat Mindestanforderungen schon eine 1060. Und okay. Ohne Stream könnte ich es auf mittleren Einstellungen spielen. Grafisch gesehen. Das war's dann auch schon. Okay. Von daher... Ich muss es noch irgendwie einmal drehen. Ich schon gewundert, warum das so verhältnismäßig schlecht aussieht. Weil das Öl, wenn das Öl da jetzt läuft, das sieht wirklich arg plastisch aus, finde ich. Ja, liegt einfach dran. Ich habe alles so niedrig wie hoch, niedrig wie möglich gestellt. Deswegen streame ich das auch nur mit Shadowplay, genauso wie Senua, weil das am wenigsten Ressourcen frisst, um es irgendwie aufzunehmen. Nein, falsch! Scheiße. Shadow of the Tomb Raider fordert halt wirklich als Mindestanforderung 1060 und ich habe jetzt ein bisschen abgegradet grafikkartentechnisch, aber was hast du denn hier reingehauen? Ich weiß, dass du eine 1050 hast. Nee, ich habe eine Dings reingehauen, eine 1660. Okay, das könnte hinkommen. Da ist dann halt schon die Frage, ich zum Beispiel musste für den Rechner, den ich habe, musste ich ein bisschen tricksen. Ja, eine 1660 Ti habe ich drin. Weil das Mainboard halt eigentlich keine tausender Grafikkarten annimmt, wegen dem Coffee Lake, den der Prozessor hat. So, jetzt muss ich mal wirklich gucken. Okay, das geht hier rein. Warte mal, ich kann das Ding... Okay. Ich wollte gerade fragen, kannst du das nicht feiner drehen? Also doch, kann ich. So hardcore drehen. Ich kann den unteren nur drehen, wenn ich den oberen drehe. Aber ich kann den unteren so ausrichten, dass der passt, das Seil durchschneiden und den oberen dann zurecht drehen. Ich Vollidiot. Ach so. Das ist ein bisschen eklig. Deswegen richte ich jetzt erstmal den unteren aus, dass der passt. Du, da mich mal ganz kurz, was heißt AFK, aber da mich mal ganz kurz mal meine Pfeife ready machen. Ich stelle mich auf Discord kurz auf stumm, mach den Stream wieder an, dass ich mich höre, aber stelle mich auf stumm, sonst gibt's Doppelkopplung. Ja, alles gut. Also, bis gleich. Ich muss es noch einmal drehen. Andersrum. Der muss nach da, dann muss der nach da. So, der untere passt jetzt. Der untere passt jetzt. Gut. Hallo? Das sollte eigentlich nicht passieren. Gut. Hallo, Lara, zieh. Das passt nicht. Das fließt hier rein und dann hier runter und dann hier direkt rein. Okay. Ich drehe es nochmal. In der Hoffnung, dass es dann passt. Es muss ins mittlere rein. So, wo kommt das mittlere hin? Mittlere, hier, da. Ja, jetzt könnte es passen. Jetzt könnte es passen. Ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt passt. Tut mir leid, Justin, wenn es jetzt gerade ein bisschen gedauert hat. Jetzt müsste es aber passen. Bin ich mir sehr sicher. Perfekt. Super.
gut, hier. Schatulle. Ja, erstmal hier noch alles mitnehmen. Entschuldigung, wenn es jetzt gerade ein bisschen. Ich habe mich da mit dem Pommes-General ein bisschen verquatscht. Und war am Überlegen. Ja, so wie zum Thema Multitasking. Gut. Noch fehlt. du willst doch da nicht reinspringen, Lara. Wahrscheinlich. Ja, es war so klar. Und flupp. Rip. Ah, schön. Oh, da ist irgendwas passiert. Die suchen nach uns. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Wow! Lauf! Ja, wir sind wieder zurück in der Stadt. Muss ich jetzt schnell denken? Uiuiuiui. Wow! Boah, boah. What the fuck? Alter, was geht denn hier ab? Wow! Wenn die uns erwischen, sind wir insta-dead. Alter! Ja. Den hat's erwischt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Alter, warum? Ja, und Urate zurückkehren. Falls möglich, geh zurück. Uchu muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Oh. Ja, wenn möglich. Dahin muss ich zurück. Jetzt kann ich in die Höhle rein. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich noch das, an das Relikt rankomme. Wenn ich da schon rein kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich nicht, okay. Ja. Und wieder zurück in der Kackstadt, alter Schwede. Warte mal, kann ich hier irgendwas kaufen, Hallo. Verkaufen? Schau, was ich für dich habe. Na, was hast du denn? Ein Bogen wäre schon geil. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter nice. Sind für uns. Davon verkaufe ich mal 15. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ja, ja, ist ja gut. Die Götter sind für uns. Meine Güte, geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Nee, die behalte ich mal. Die Götter sind für uns. So, Spinnen müsste ich eigentlich voll haben. Das wird bestimmt nützlich so. Für dich sein. Na ja, komm, was wir haben. Nee, 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 das da. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das wird bestimmt nützlich. Ich bin immer bereit zum Handeln. Super. Wunderbar. Outfits gekauft. Wunderbar. Schön. Weiter geht's. Rippity rip. Rippity rip. Rippity rip. Schlibbity lip. Jo, ich weiß, wo ich schlagen muss. Und schon wieder geht's in der Stadt weiter. So ist das.
Warte mal. Ich will mal was gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie... Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Da unten ist ein Dokument. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Das ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Du kannst dich direkt über das Dokument stellen, aber das war es auch schon. Hier unten! Yay! Ihr habt doch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Warte mal, da ist die... Dingsbums. Unuratu! Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. So, Fenster zu machen. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht's rund. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Tja, jetzt ist der Fummel, glaube ich, nutzlos. Jetzt hat der Vorhang gefallen. Jetzt geht's los. Hier muss ich jetzt sowieso hin. Hier ist noch ein Basislager. So. Willkommen zurück. So, der Dingsbums ist gefallen, der Vorhang. Der kleine Sohn von der Tussi ist gefangen genommen. 20. November 1603. Und jetzt geht's halt wieder in der Stadt weiter, aber jetzt, wie gesagt, ist der Vorhang gefallen. Folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Komm, wir laufen jetzt mal gleich das alte Lara rum. Seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Wenn's klappt. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Zuruilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Millionen viel bedeuten. Jo. Ist jetzt immer noch die Frage, ich weiß nicht, wie... Ich weiß jetzt nicht ganz, wie du das siehst, Justin. Bin mal gespannt, wann mein... Ah, nee. Ich kann das nicht ausziehen. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte das alte Lara noch mal ein bisschen rumeiern. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Ich würde aber gerne... Hier brauche ich drei. An Mut der Krähe. Jo. Nebenmission. Okay. Ucho und ich haben nur geplaudert. Bin immer noch nicht ganz sicher, wie es mit der... wie ich das mit der Dingsbums mache, mit der Seekarte. Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Kennst du Stranded Deep, Frank? Und die ersten Schritte auf seinem Stranded Deep, ja, sag mir was. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Survival-Game, ne? Genau, mit verschiedenen Inseln. Und ich habe mir mal überlegt, mir eine Seekarte zu zeichnen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Damit ich halt dort länger überleben kann. Ich hatte mal den Justin gefragt, wie es ist, das mal in einem Stream zu machen, dass man mal nicht immer nur zocken hat. Das Problem. Doch
dreiheilige Gegenstände. Was bei Stranded Deep musst du Karten zeichnen? Nee, musst du nicht, aber es macht halt Sinn, dass du musst halt, um Ressourcen zu kriegen, musst du die einzelnen Inseln abklappern. Die sind natürlich irgendwann leer. Aber mir ist es schon mal passiert, dass ich mich verfranst habe. Okay. Und deswegen würde ich gerne mal eine Real-Life-Karte von der Gegend zeichnen. Da ist dann halt nur die Frage, also das werde ich sowieso machen, es ist halt nur die Frage, ob ich das vielleicht irgendwann mal vielleicht im Stream oder so mache. Aber Kartenzeichnen kann halt langweilig sein. Das ist halt viel Mathematik, gerade bei Seekartenzeichnen mit Winkelmesser und so weiter und so fort. Wenn du die halt mit Bleistift vorzeichnest, siehst du halt nicht viel. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Na ja, klar. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ja, ich habe schon Männer im Studium dafür. Also so ganz leicht wird es sowieso nicht sein. Es wird eher eine Skizze, es wird keine richtige Karte, aber es gibt eine Skizze. Das eine große Hilfe. Ja, also, er war schwierig, ich kenne jetzt zwei Mann, aber sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Ist ja nichts, was du einfach so aus dem Stegreif machst. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt. Nö, aber seine Frau, ich denke mal, so eine kurze 2D-Karte kannst du dir schon zeichnen. Nee, klar. Wenn du denkst, Leute, die haben wahrscheinlich also es ist halt so, von Natur aus mehr Talent oder weniger Talent. Ja, dafür. Nee, der Unterschied ist halt, wenn du eine Karte von einem Spiel machst, kannst du das abmessen. Ja, du hast ja dann, kannst ja dann im Game, hast du auch einen Kompass und kannst dann dementsprechend hingehen und kannst sagen, okay, so und so viel Millimeter, so und so viel Ruderschläge oder so, was weiß ich. Da ist eine Insel und die zeichnest du dann halt auf. Und dann nimmst du halt hier einen Kompass oder malst hier so einen Kompass-Dingsbums auf und kannst es dann zu Papier bringen. Früher. Das ist der Unterschied. Wenn du jetzt eine Karte zeichnen musstest, zum Beispiel, wo das größer ist oder wo du den Kram selbst angucken musst, dann brauchst du natürlich viel mehr. Viel mehr Know-how dafür. Das ist normal. Früher gab es da auch so Dungeon-Spiele, wo du also ganz alte Spiele, so das erste Doom so ungefähr von die Richtung, wo du halt immer so kästchenweise dich vorbewegt hast. Du konntest wirklich auf ein Blatt Papier dann mitzeichnen, wo es dann rechts geht und wo es dann links geht. Das musstest du auch dringend machen bei diesen Spielen. Wie heißen denn diese Pen and Paper Games? Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, Dungeons and Dragons? Nee, ich weiß nicht. Bist du halt in so einem Dungeon rum? Ich sag mal, wie das erste Elder Scrolls. Hab ich auch nicht gespielt. Wie das allererste Elder Scrolls. Und dann hast du halt immer so die Dungeons ablaufen müssen. Hast dann wirklich immer mitzeichnen müssen, weil damals ging's halt nicht anders, weil sonst wusstest du nie wieder, wo du bist. Vater, komm schnell, die ich schick. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Sind halb durch. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Oh, morgen geht's wieder ins Training. Krank. Ich weiß noch nicht, welchen mein Plan ich morgen mache. Sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich könnte morgen auch mal ich versuche, gehen. Deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. So, wir müssen jetzt hier wieder jemanden helfen. Ich mache natürlich gerne, ganz gerne die Nebenmissionen. Von daher, aber die Nebenmissionen gehen ja noch einigermaßen. Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Schon wieder in der Stadt unterwegs. Der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. So, ich muss jetzt noch da oben den kleinen Jungen befreien. Zum Glück habe ich jetzt hier schon relativ viel abgeerntet, dann kann ich den ganzen Kram jetzt strikt durchrennen. Dann ist der Käse gegessen. Dieser Dieb, du sollst... Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Yomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Jetzt muss ich mit Yomil sprechen. Aha. Los jetzt, triff es! Daneben. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja.
Freut mich, dich zu treffen. Ich bin die Ishik. Wow, cool. Ich bin jetzt gerade stark Cutscene belastet, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen ruhig. Na, alles gut. Nee, du kannst auch sagen, wie ich es Maul halten soll. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Shimai hat's gesehen. Shimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde. Und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Gut, wir müssen jetzt irgendein Messer holen. Ich wusste, dass es hier noch irgendwas gibt. Den Vorsprung gibt es nicht umsonst. So. So, ich habe dein Messer und dafür hilfst du mir. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Ja, ich habe euch geholfen. Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Was willst du? Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Shimaye, die Wache, hasst dich. Würde Shimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh, sag Quali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Alles klar, ich muss jetzt die kleinen anstiftende Wache zu ärgern. Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Alter, der Kleine gibt hier Befehle, das ist nicht schlecht. Shimaye, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lamaköttel sind köstlich. Boah, Lamaköttel sind köstlich. Dieser Lümmel. Gut, jetzt können wir den kleinen Jungen befreien. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Das ist doch grausam. Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Kann doch nicht sein, dass ein Junge zum Tode verurteilt wird, weil er ein paar Kräuter geklaut hat, um seine Mutter zu retten. So schnell ich kann. Die Wachen haben doch echt alle einen Schuss. Gott, zum Glück helfen wir der Rebellion. Gut, kleine Junge wird jetzt doch nicht getötet. Das ist super. Wir haben die Kräuter und uns klatschen die nicht. Jetzt hole ich den Bogen raus und klatsche ich die. So, wo muss ich denn jetzt lang? Dahin. Gut. Und dann gibt der mir das Zeug und dann irgend so ein komisches Horn. Und dann gebe ich das dem anderen und dann ist Ruhe im Karton. Bitteschön. So. Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Korb-Typ, Korb. Du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Willst du meine Frau heilen? Oder willst du das Horn damit falschen? Zack, an die Frau gewandt und geheilt. Und jetzt die Frau erstmal im Mann zurechtgestutzt. Richtig so. Anständig. So, jetzt muss ich das Horn zum Versteck bringen. Und dann geht's hoffentlich weiter. Den Monolith kann ich noch nicht. Wie gesagt, ich mag ja die Stadt, aber es ist mir echt zu viel. Naja, wir haben ja gleich wieder einen Tapetenwechsel. Ich muss jetzt hoch auf die Felder. Mal gucken, was ich als Nebenquest bekomme. Hallo Lara, hochlaufen. Bist du wieder da oder bist du noch AFK? Ich. Ja, okay, du warst so still, deswegen habe ich gedacht, du bist gerade. Nee, du hast nur gerade so schön erzählt, deswegen. Da waren jetzt auch Cutscenes mit den Jungs und alles gut. Ne, ich muss jetzt nur noch meine Kohle drehen und dann dauert es nochmal kurz ein paar Minütchen und dann. Müssen wir kurz gucken. Wenn das Blubber natürlich stört, dann mache ich auf Push and Talk und wer nicht sieht, dann. Das Königshorn, wie gewünscht. Push ich mal, Talk ist natürlich nur nicht Push. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Sehen. Danke hierfür, Lara. Du hast recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit dir umgeht. Was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück?
Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?